herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Und wir gehen langsam ins Finale mit den Rezensionsexemplaren. Nachdem hier gibt es noch was von Ninjago, noch von Super Mario und das Bruchtal-Set, dann ist erstmal Schicht damit. Und wir kommen aber zu einem durchaus Highlight. Man hat es ja schon gemerkt an den Bewertungen, als die Frage war, was soll denn Set des Jahres werden, der Softie 2022, dass dieses Set sich dort recht lange und durchaus merklich halten konnte. Und wie ich jetzt gemerkt habe, beim selber bauen, und das zu Recht, wenn man den Preis mal aus dem Blick lässt. Aber da kommen wir gleich noch zu. 2807 Teile sind für knapp 270 Euro. Teilepreis von etwas unter 10 Cent. Das Schöne ist aber, das Set gibt es eben auch im ganz normalen freien Handel. Und das bedeutet, dass man Preise von 180 Euro realisieren kann. Günstigstes bisher war wohl so um die 160 Euro. Ja, und da wird doch dann schon ein Bowser-Schuh draus. Wir reden nämlich über den mächtigen Bowser. Den charismatischen, also den berühmt-berüchtigten Gegenspieler von Super Mario in den Videospielen, der auch schon gleich einen fulminanten Auftritt gleich am Anfang des neuen Trailers oder des aktuellen Trailers zum Super Mario-Film hat. Der ist das. Der ist groß, klumpig und hat irgendwie ein Auge auf Prinzessin Peach geworfen und... Ja, jetzt können wir ihn in groß bauen. Beziehungsweise 32 cm Höhe. Die kriegen wir gleich hin. Als erstes müssen wir allerdings das Fußteil bauen, laut der Anleitung. Das ist ein bisschen, ja, einfach dröge gehalten, wenn man es mal ausdrücken will. Ist jetzt nicht das Highlight des Ganzen, ist so ein bisschen flach eben, links und rechts. Können wir da gleich noch was draufstellen. Und wir sehen, da ist auch ein Fach. Das wird gleich noch eine Rolle spielen. Oder ich kann es auch schon jetzt verraten, da ist ein Strichcode drin, mit dem man dann auch was mit den Figürchen machen kann. Naja, also es ist immer ein ganz nettes Fliesenmuster da drauf, wie wir hier sehen. Und dann kommen noch links und rechts, das baut man dann als nächstes, hier zwei so Säulen hin, die ein bisschen Flamme haben. Eine verdeckt, ein Easter Egg, da ist so ein Pau. Teil drunter, was allerdings keinen Strichcode noch dazu hat. Also das ist einfach da drin. Man kann es auch nicht auslösen oder sowas. Also das wäre vielleicht noch der Gag gewesen, wenn das so als Bombe gewesen wäre. Ja, und dann gehen wir an Bowser selber. Das ist ein Mechanismus. Es sind zwei insgesamt vor allem drin eingebaut. Ein Mechanismus, der ist dafür da, den Kopf zu heben und zu senken. Und das ist der Mechanismus, um den Kopf mit links und rechts zu bewegen. Und da sehen wir das andere, das, was ich gerade betätigt habe, bewegt den Kopf, was auch dazu führt, dass wir dann so einen Schussmechanismus haben, der dadurch ausgelöst werden kann. Das ist da integriert und wir sehen schon jetzt, es ist alles recht massiv und das wird sich durch das ganze Modell weiter durchziehen. So, jetzt wird das langsam verkleidet, der Mechanismus, der da drin sich befindet. Aber wir erkennen schon, da kommen irgendwie Beine und Arme wahrscheinlich dran an das Ganze. Und ja, da ist man nicht völlig verkehrt vorbei mit dieser Vermutung. Das passiert nämlich auch gleich. Jo, noch ein bisschen mehr verkleidet. Und das haben wir jetzt unten schon. Sieht aus wie Kufen für Schier. Nein, das ist das Rückenteil. Da kommen nachher diese Piekser ran. Oder diese Panzerung, die er hat. Hinten, er ist ja so eine Art Schildkröte. Eine sehr mächtige Schildkröte. Und sein Schwänzchen, das haben wir hier auch schon. Das dient aber auch tatsächlich der Stabilisierung des Ganzen. Auch da haben wir so kleine Stacheln, die sich da befinden, um dem Ganzen einen eher gefährlichen Eindruck zu geben. Und dann fangen wir mit den Beinchen an. Auch da erkennen wir, das Ding kann eigentlich quasi, glaube ich, aus dem Flugzeug geworfen werden und kommt nicht nur unten ganz an, sondern könnte danach sogar noch einigermaßen zusammenhängend sein, weil das Ding ist so massiv gebaut, das ist wirklich cool. Dann kriegt er hier noch sein Halsband. Da. Das legt man tatsächlich so rum und fixiert es dann hinten. Hier, das ist so ein Kettenhalsband. Ja. Und hier, das ist dann eins von den drei Elementen, die man baut, die man dann hinten einfach an die Panzerung oder an den Panzer hinten ransteckt. Jo, und am Ende aller Tage
sieht er dann so aus. Da sind sie, die 32 cm. Wirkt ein bisschen klein auf dem Bild hier, ist aber wirklich ein schönes, massives Teil. Das sieht man nachher auch, wenn ich es dann auf Armen und Händen trage. Was man übrigens nicht sah beim Auspacken, waren Sticker. Ja, sind nämlich gar keine dabei. Gut, ich wüsste jetzt auch nicht so viele Orte, wo man was hätte stickern können, aber es gibt so ein paar bedruckte Teile, insbesondere bei den Augen, da kennen wir es, aber auch bei diesen Türmchen. Nö, da muss also nichts draufgepackt werden. Das ist doch mal schön. Jo, da sehen wir jetzt das fertige Fußteil nochmal mit diesen Fliesen. Da sind aber keine Noppen, die dafür da sind, Bowser zu halten. Also ich hatte erst überlegt, schreibe ich das auf negativer Seite hin, wenn wir hier nochmal das Fach sehen, wo dann der Code ist, den werden wir gleich auch nochmal ausprobieren, mit dem nicht mitgelieferten Super Mario aus den anderen Super Mario Sets. Aber, ich fand dann, der steht so massiv da drauf, dass man da nicht wirklich Noppen für brauchte. Die hätten nicht viel mehr dazu gebracht, glaube ich. Außer, dass man vielleicht, wenn man es rutschig hat und den schief hinstellen will, macht es vielleicht Sinn. Die Dinger sind allerdings recht lose drauf. Das soll aber wohl so auch. Während wir da übrigens leichte Farbabweichungen sehen. Also, dass dieses Schild unten und das da drüber, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass der untere so ein bisschen dunkleres Rot hat als das obere. Aber da muss man schon sehr genau hingucken. Ja, macht jeder selber für sich entscheiden, ob er das schon als negativen Punkt sieht. Ich trage es mal auf der Kontraseite ein, weil sonst fällt mir da gar nicht so viel ein für. Und hier sehen wir dieses Pow, was aber eben nichts hat, womit dann hier irgendwie was ausgelöst werden kann. Wäre vielleicht ganz nett, noch so einen kleinen Hebel zu haben, damit dann auch tatsächlich die kleinen Türmchen da kippen könnten. Dafür sind sie aber wohl auch gedacht eben, weil sie im Kampf dann kippen könnten, wenn er dann virtuell gegen Super Mario oder wen auch immer kämpfen würde. Jo. Viel mehr ist es dann auch nicht. Hauptteil ist natürlich der Bowser und er ist so schön massiv. Also die Panzerung, alles. Sie haben auch die Rundung wunderschön, finde ich, hier hingekriegt. Dafür, dass das ja nun keine eckige Figur ist, ist es einfach cool. Und wir können ihm einen kleinen Schielblick verpassen. Wir können die Augenbrauen in Angriffsposition, hätte ich beinahe gesagt, also in gruselig oder schön machen. Wir können den Mund auf und zu machen und wir sehen schon, wenn der Mund geöffnet wird, dann schießt da quasi das Feuer raus. Also es ist ein ganz einfacher Shooter-Mechanismus, aber wirkungsvoll. Ja, hier die Bürzel da, die können wir da ein bisschen dran drehen, aber die können wir jetzt nicht viel verändern. Und überall hat er eben auch diese Ringe um die Arme und den Hals her, mit diesen kleinen Stacheln. Auch die Arme sehr schön massiv. Wir können sie ein bisschen bewegen, um ihn da so ein paar Posen dann auch einnehmen zu lassen. Wir haben dann große, wurstige Finger, wenn man will, vielleicht was halten können. Da ist aber nichts drin, irgendwo, wie man es so manchmal bei Mechs hat, womit man irgendwie ihm da ein Schwert oder sowas reingeben könnte. Ich wüsste auch nicht, was er sonst gehabt haben könnte, aber ist eben auch nicht dabei. Oh, und das sind aber mal richtige Krötenbeine. Entschuldigung, so viel Zeit muss sein. Schildkrötenbeine natürlich. Auch die lassen sich leicht bewegen, da ist aber nicht viel Spiel. Also da können wir ihn jetzt nicht zum Tänzer machen. Und ja, von der anderen Seite. Dann genauso sieht es von der anderen Seite auch aus. Hinten das Schwänzchen, das hat auch Sinn. Das fixiert ihn nämlich nach hinten, sodass er also wirklich schwierig umzukippen wäre. Ja, und da sind jetzt auch diese drei gebauten Elemente, die man einfach hinten dran drückt. Wir sahen ja die Pins, die da dafür da sind. Und das hält auch massiv. Ich kriege es gar nicht mehr los jetzt so einfach. Mit ein bisschen Kraft müsste man sie eigentlich wieder abziehen können. Darum dann sehen wir, da ist noch so ein Rand, wie er es auch im Original hat. Also Träumchen. Da sehen wir unten die Füße. Da könnten theoretisch irgendwas in Noppen greifen, aber das ist bei dem Ständer eben nicht dabei. Und das ist der Mechanismus, den wir vorhin im Bau sahen. Wenn wir da nämlich drücken, dann hebt sich der Kopf und da wird gleichzeitig dann auch der Schussmechanismus ausgelöst. Und wer es mir nicht glaubt, der kriegt es jetzt auch nochmal vorgeführt. So, wo ist das Loch? Da ist das Loch. Reinstecken, das Feuer. Und bevor er sich verbrennt, einfach da kurz anticken. Kopf hebt sich, Mund öffnet sich, zack, schießt es und ich darf wieder suchen gehen. So, noch einmal, da ist er, jo, und hau weg, genau. Theoretisch könnten wir damit versuchen, jetzt also die Türmchen umzuschießen zum Beispiel oder sein Erzfeind eben Super Mario da irgendwie traktieren mit.
Da sehen wir, können natürlich auch mit der Hand das Ding ein bisschen öffnen. Wir können auch mit der Hand von oben den Kopf drehen und wenden. Aber das müssen wir nicht. Wir haben ja hier eine Fernbedienung, hätte ich beinahe gesagt, unter dem Kopf. Da befindet sich hier dieser wirklich große Schalter quasi. Also es ist einfach so eine Wippe, die man rein und raus drückt. Da sieht man, je nachdem, welche Seite wir drücken, dreht er dann den Kopf so ein bisschen. Hat so ein bisschen was von Muppets, finde ich, das Ganze. Aber also das jetzt als Puppenspieler durchzugehen, ich glaube, das ist dann doch sehr offensichtlich, was da passiert. Ist nett, der Mechanismus, aber ist jetzt auch nicht so, dass man da jetzt zum Bauchredner mit dem Tier wahrscheinlich so einfach wird. Aber es sieht irgendwie ganz lustig aus. Irgendwie erinnert es mich tatsächlich an die alten Herren dann jetzt da auf dem Balkon bei den Muppets. Naja, ja, vielleicht auch nicht. Ja, ein bisschen vielleicht. Da fällt ihm wieder was aus dem Mund. So, ihr wolltet ja noch zeigen, was passiert denn, wenn wir nicht mitgeliefert, Super Mario, auf den Code da unten, auf den Strichcode stellen. Dann wird ja was ausgelöst. Ja, und jetzt, der Ton ist an. Da sehen wir Bowser drauf. Und es läuft eine Musik und wir können tatsächlich gegen Bowser kämpfen, indem wir ihm nämlich da auf den Panzer springen, mehrfach. Und so, da haben wir es schon mal einmal geschafft. Und das reicht aber noch nicht. Bowser ist noch nicht fertig. Jetzt passiert es nochmal. Da sehen wir schon, wie das Feuer fällt. Und nochmal drauf. Also er kennt einfach grün. Also man könnte auch einfach das Ding wahrscheinlich auf die Wiese hauen. Und jetzt haben wir ihn. Nee, noch nicht. Ah, klein bisschen noch. Wir hören es. Und. Ja. Da freut sich aber einer. Und? Gibt's auch Geld? Aber bannig viel. Das hört ja gar nicht mehr auf. Jo, dann haben wir noch die Anleitung. Da wird ein bisschen was über das Modell auch erzählt. Und da haben wir auch die Designer, die sich da nochmal präsentieren. Dann aber auch ein bisschen Historie zu Bowser. Das fand ich ganz cool, weil es tatsächlich Dinge, also es ist nette Bilder auch dazu. Also da hat Nintendo ein bisschen was rausgerückt, wie sie dann die alten Spiele hier zeigen. Und dass es einfach auch ein bisschen Nostalgie ist, wie so Bowsers Geschichte mit Super Mario verwickelt natürlich auch war. Ja, die Welt von Bowser in der Lego-Welt ist jetzt ja erst 2020, glaube ich, gestartet. Also da ist jetzt noch nicht so viel Historie dabei. Wir sehen aber die anderen beiden Großsets. Wir haben das Fragezeichen letztes Jahr ja gehabt oder vorletztes Jahr jetzt ja schon. Und davor das NES. Ja, und das ist jetzt der dritte im Bunde und ein würdiger dritter. Um nicht zu sagen, vielleicht für einige sogar das Highlight. Ich fand zwar auch das Fragezeichen sehr, sehr cool. Ich weiß aber auch viele, die das irgendwie nur so mittel fanden. Und das NES finde ich immer noch richtig cool. Aber zum Hinstellen ist der hier schon auch, macht was her. Also für so einen Videospiel-Fan, und an den richtet sich das natürlich, ist das schon eine coole Geschichte, das Teil. Wenn nicht der hohe Preis wäre. Aber das Gute ist ja, also man kann ja fast einen Huni sparen, wenn man sich das richtige Angebot raussucht. Und dann wird es vielleicht für viele auch schon interessant, weil Bauen macht auch Spaß. Dadurch, dass es viele große Teile sind, das Ding auch wirklich leider aber auch viel zu schnell fertig ist. Also es sind nicht mal 5 Stunden, die man da dran sitzt. Aber es ist unterhaltsam. Es sind ein paar nette Bautechniken drin. Wir sahen es ja auch, wie da dieser Mechanismus gebaut ist. Fragt man sich, was soll das? Und dann erkennt man es. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Ich verstehe jetzt, warum das bei der Wahl zum Set des Jahres durchaus mit dabei war. Schön massiv, groß, das Aussehen ist schön rund, was man so mit Lego eben hinbekommt. Hat coole Funktionen, um auch was zu zeigen. Ja, und das Problem ist sicherlich der Preis eben. Wir redeten drüber. Das Mario, ja, ist ein nettes Gimmick. Aber das fand ich natürlich noch cooler beim NES. Aber ich weiß auch gar nicht, wie man ihn sonst besser noch hätte einbinden sollen hier. Ja, und diese leichten Farbabweichungen bei den Weichungen bei den Türmen. Ja, jeder nehme das mit, was er daraus machen will. Ansonsten vielen Dank an Lego für das Rezensionsexemplar. So oft werde ich das in nächster Zeit ja nicht mehr sagen, aber der Dank ist trotzdem natürlich hiermit auch von Herzen gegeben. Und dann bis bald und tschüss.